Wussten Sie, dass weltweit immer noch 2,1 Milliarden Menschen keinen direkten Zugang zu sauberem Wasser haben? Deshalb will die UNO mit dem Sustainable Development Goal Nummer 6 den Zugang zu Wasser- und Sanitärversorgung für alle gewährleisten. Doch um dieses Ziel zu erreichen, sind enorme Investitionen in die Infrastruktur notwendig. Gäbe es hierfür nicht günstigere Alternativen? Wir von der Forschungsgruppe Ökotechnologie zeigen im sogenannten MODO mögliche Lösungen auf. Der Name MODO steht für Mobiles Ökotechnologie-Demo-Objekt. Damit erforschen und demonstrieren wir, wie es möglich ist, Wasser und Nährstoffe im Kreislauf zu führen. Der MODO wird nahezu wasser- und energieautark betrieben. Er benötigt daher keinen Energie-, Frischwasser- oder Abwasseranschluss. Das Abwasser von der Waschmaschine wird direkt daneben gereinigt und anschließend wieder zum Waschen verwendet. Im Reinigungsprozess werden zuerst Feststoffe wie Kleiderfasern rausgefiltert. Gleichzeitig wird das überschüssige Waschmittel aufgeschäumt und entfernt. Danach wird das Wasser in 3 Filtersäulen biologisch gereinigt. Das bedeutet, dass Milliarden von Mikroorganismen die organischen Stoffe abbauen. Danach wird das gereinigte Wasser wieder zum Waschen verwendet. Der Wasserverlust wird durch Regenwasser vom Dach kompensiert. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach liefert die benötigte Energie für die Waschmaschine und Pumpen. In unserer Forschung untersuchen wir die Reinigungsleistung der einzelnen Filter und analysieren, ob sich bestimmte Stoffe anreichern. Zudem schauen wir, ob die Wäsche wirklich sauber wird und wie der Energieverbrauch optimiert werden kann. Unser Ziel ist, den energie- und wasserautarken Waschsalon zu einer marktfähigen Lösung weiterzuentwickeln.